Schönen guten Tag, Christian Müller-Hergel. Ich begrüße Sie ganz herzlich und möchte Sie ein bisschen einführen in den nächsten Forschungsnewsletter des Dialogzentrums. Wir haben diesmal zwei Schwerpunkte in dem Forschungsnewsletter. Der eine geht über Mitarbeiter und Teams, der andere geht über das Thema Demenz und Krankenhaus. Sie haben das ja vielleicht schon mitbekommen, wir wollen im November diesen Jahres eine Tagung zu diesem ersten Thema machen, Mitarbeiter und Teams, unter dem Titel Teams als Therapeutikum. Ja, das ist nämlich so eine Frage, die wir uns gestellt haben. Ist das Pflegeteam als Team quasi so etwas wie ein therapeutisches Mittel? Also hilft es den Menschen, mit ihrer Krankheit klarzukommen, damit zu leben? Und wir denken, das, was gute Pflegeteams leisten können, das ist, sie sorgen dafür, dass Menschen eben vielleicht ihre Krankheit nicht loswerden, aber dass es für sie erträglich ist, aushaltbar ist, dass sie sich damit nicht isoliert und alleine fühlen. Und oft scheint dies eines der wenigen Dinge zu sein, die man gerade in der Hochaltrigkeit noch bewerkstelligen kann für Menschen, die psychisch krank sind. Man nennt das in der Literatur auch oft die unspezifischen Effekte. Ja, auch so in der Psychotherapie oder in anderen Feldern. Da ist es nicht die besondere Therapie, nehmen wir das jetzt mal im Feld der Demenz, Snuseln oder sensorische Stimulation oder Validation. Das ist gar nicht so entscheidend. Ja, sondern das sind eher die uns spezifischen Effekte. Also auch das in Ruhe lassen, das Aushalten, das Präsentsein, auch mal nichts von dem anderen wollen. Ja, ihn auch so sein lassen, wie er ist. Ja, all diese Dinge, die scheinen in sich eine Qualität zu haben, die Menschen vielleicht sehr gut tut. Es gibt da so ein Stichwort, man nennt das, die Allianz ist eigentlich die wahre Compliance. Ne? Also das heißt, eine Bindung, eine Beziehungsarbeit aufzubauen, das ist eigentlich der entscheidende Dreh- und Angelpunkt der gesamten Arbeit. Wichtig dafür, und das wird in den einzelnen Studien beschrieben, ist natürlich Leitung und Führung, die auch einen Schutzraum für die Mitarbeiter bildet, dass sie diese Arbeit machen können. Zweitens ein Freiraum, dass ich also nicht so ganz eng getaktet das machen muss, was vielleicht vorgegeben ist, sondern dass ich einen Freiraum habe, diese Arbeit zu gestalten. Drittens aber auch, dass ich in diesem Freiraum nicht völlig ohne Leitlinien oder Richtlinien bin. Also, dass es schon eine Idee gibt, was mache ich denn da, aber wie ich das mache und wie ich das gestalte, dass ich darin einen großen Freiraum habe. Ja, dann Qualifizierung spielt eine große Rolle. Je besser die Qualifizierung, desto, sag mal, toleranter, ruhiger, entspannter können die Mitarbeiter sein. Die Dynamik im Team ist ganz entscheidend, nicht? Also wie hilft man einander? Man nennt das so in einer Studie eine prosoziale Haltung. Also die Mitarbeiter im Team helfen einander und je mehr sie einander helfen, desto besser wird letztlich die Dynamik und desto besser das Wohlbefinden der Klienten. Besonders wichtig in diesem gesamten Feld, das ist vielleicht überraschend, sind die Pflegeassistenten. Also gerade die treiben oft die Diskussion zur Qualität in der Arbeit mit psychisch kranken Menschen sehr stark voran. Spannend auch nochmal das Desiderat, E-Learning kommt gar nicht gut an, also jedenfalls bislang nicht. Vielleicht wird das durch die gesamte Corona-Zeit nochmal anders, aber bislang lernen die meisten Pflegenden nicht gerne nur über Computer oder über Zoom oder ähnliche Instrumente. Ja, und die letzte Studie aus diesem Kreislauf fand ich auch noch ganz spannend, nämlich es gibt ja eine ganze Reihe an sogenannten evidenzbasierten Interventionen. Ich hatte ja vorhin schon mal einige genannt, ja. Und wenn man die Mitarbeiter dazu befragt, dann kommt dabei rum, das machen die alles gar nicht. Ja, also Snuseln und sensorische Stimulation. Und wenn überhaupt, dann ist es vor allen Dingen Singen und Musik, das wird gemacht. Aber viele dieser Interventionen werden überhaupt gar nicht groß durchgeführt, sondern was für die Mitarbeiter wichtig ist in der Pflege, ist jeden individuell behandeln, für Schmerzfreiheit sorgen und genügend Zeit haben für Gespräche. Und da sagen die meisten, das reicht. Also wenn du das hast, ja, wenn du genügend Zeit hast für Gespräche, ja, wenn du für Schmerzfreiheit sorgst und wenn du bei jedem Einzelnen guckst, was will der oder die denn eigentlich, was ist für die wichtig, diese drei Dinge, die reichen. Alle anderen Interventionen sind eigentlich unwichtig. Ist doch spannend. Also das meinen die Pflegenden selbst. Ne? Ja, soweit mal der erste Schwerpunkt, Mitarbeiter und Teams.
Ja, zum zweiten Teil des Newsletters, Demenz im Krankenhaus. Das ist ja, ja, ich sag mal so ein ewiges Thema mit ziemlich viel verbundenem Leiden. Ja, so, das hängt natürlich an der starken funktionalen Orientierung. Ein Krankenhaus ist ein Industriemaschine, ja, so, wo individuelle Bedürfnisse keine Rolle spielen. Und die Demenz gilt in der Regel als Störfaktor. Also gesichert ist, Pflegende und Ärzte im Krankenhaus arbeiten nicht gerne mit Menschen mit Demenz zusammen, auch dann, wenn die 20-40% ihrer Klienten ausmachen. Ja, das liegt dann natürlich daran, dass sie im Krankenhaus geschlossene Handlungsfelder haben. Das sind Behandlungspfade, die festgelegt sind, da gibt es wenig Freiräume und alles, was im Grunde genommen diesen sehr straighten Behandlungsplan in irgendeiner Weise stört, ja, da hat man keine Zeit, hat man die Geduld nicht, da hat man den Atem nicht, den Freiraum nicht, das geht eigentlich nicht. Und je enger dieser Raum wird, desto größer ist die Gefahr auch von Gewalt, in der Regel von Fixierung oder eben auch von Sedierung. Im Ergebnis fühlen sich alle Beteiligten sehr ohnmächtig, also auch die Pflegenden und die Ärzte fühlen sich ohnmächtig. Und trotz bestem Willen und intensiven Bemühens kommt man eigentlich aus diesen Zusammenhängen nicht raus. Es ist nun hier eine Reihe von Studien, die wir Ihnen vorstellen, die, sagen wir mal, diesen ganzen Raum aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Eine Studie, die widmet sich dem Thema Einbeziehung der Angehörigen. Je mehr man die einbezieht, desto besser kann man auch mit den Kranken klarkommen. Ja, dann eine Arbeit, da geht es um Qualifizierung und da stellen die also fest, dass Pflegende im Krankenhaus sich ungern für den Bereich der Demenz qualifizieren wollen. Die haben eher das Gefühl, das führt in so eine Art Karrieresackgasse. Da geht es dann nicht weiter, da habe ich keine Aufstiegschancen. Werde ich Spezialist für Demenz, dann war es das mit meiner Karriere. Also auch nochmal spannend, wie kann ein Krankenhaus eigentlich eine Perspektive setzen, dass dieses Feld mit Aufstiegschancen und mit Karriereoptionen versehen ist. Auch hier wieder, diejenigen, die im Krankenhaus die Diskussion um die Pflege von Menschen mit Demenz am meisten voranbringen und forcieren, sind die Pflegeassistenten, nicht die Examinierten. Auch das wieder spannend. Also es scheint so zu sein, dass die Demenz eher das Thema der Pflegeassistenten, aber nicht der professionellen Pflegekräfte darstellt. Das ist jetzt eine englische Studie. Ist das in Deutschland auch so? Wäre eine spannende Frage. Ja. Dann eine Arbeit, die stellt sich heraus, das entscheidende Hindernis für die gute Arbeit mit Menschen mit Demenz im Krankenhaus ist der Tourenplan. Ja, also die haben einen ganz festen Tourenplan und im Rahmen dieser Arbeit werden ziemlich schreckliche Dinge vorgestellt. Ja, also auch Gewaltvorkommnisse und auch so eine Idee, dass jedes Bestreben nach Eigenständigkeit oder Selbstständigkeit von Menschen mit Demenz was herauszufinden, sich zu orientieren, ja, das wird sofort als Widerstand gedeutet. Also alles, was nicht hundertprozentig compliant ist, ist Widerstand und muss bekämpft werden. Das ist natürlich sehr schrecklich, das zu lesen. Dennoch schauen Sie da mal rein. Ja, dann ein gutes Beispiel, wie kann man Menschen mit Demenz auf den Krankenhausaufenthalt vorbereiten? Die gehen davon aus, jeder Mensch, der eine Demenz hat, kommt irgendwann noch mal in die Notaufnahme und kommt irgendwann mal auch ins Krankenhaus. Also ist es doch sinnvoll, von vornherein dies gut vorzubereiten. Und diese kanadische Studie beschreibt im Detail, wie man das machen kann. Ja, soweit mal ein paar Schlaglichter auf das Feld der auf das Feld der Demenzpflege im Krankenhaus. Zum Schluss noch sozusagen als Bonbon eine Studie, die mal fragt, was machen psychiatrisch Pflegende eigentlich? Was ist eigentlich deren Aufgabe? Und die Essenz der Befragung von psychiatrisch Pflegenden ist, naja, was wir im Grunde genommen tun, ist, wir versuchen die Leute darin zu unterstützen, sich selbst zu helfen. Also eine Art Selbstpflegefähigkeit zu entwickeln, gut mit der eigenen psychischen Verfassung umzugehen und zu lernen, ja, sie zu managen. Also das, wenn Sie wollen, Krankheitsmanagement mit sich selbst, das Selbstmanagement, das ist eigentlich das Entscheidende, was in der psychiatrischen Pflege gemacht wird. Ja, wie immer würden wir uns sehr darüber freuen, wenn Sie auf unseren Newsletter reagieren. Was regt Sie an? Was finden Sie vielleicht auch unterbeleuchtet? Also melden Sie sich mal. Schauen Sie mal auf unseren Blog
welche anderen Beiträge es dort gibt. Da findet sich so zunehmend viel interessantes Material. Und bewerten Sie uns auch mal. Also schreiben Sie uns, wie Sie unsere Beiträge erleben und welche Verbesserungsvorschläge Sie haben. Und zum Schluss nochmal, denken Sie an unsere Tagen im November zum erstgenannten Thema Team und Teamdynamik. Ist das Team ein Therapeutikum? Auch dort würden wir uns freuen, Sie da mal persönlich kennenzulernen. Zum Schluss entschuldigen Sie bitte meine etwas freizügige Aufmachung, aber es ist brüllend heiß, 36 Grad. Ja, das ist sozusagen das Einzige, was es für mich erträglich macht. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und würde mich freuen, was von Ihnen zu hören. Machen Sie es gut. Tschüss.